Hallo Menschen, heute möchte ich auch in meinem Sachbuch September den Comic Nimona von Noel Stevenson rezensieren. Das ist meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus niedlich und auch irgendwie so ein bisschen badass. Es ist oft ironisch und sich seiner selbst bewusst. Das merkt man schon so an den Namen. Unsere Protagonistin Nimona ist eine Gestaltwandlerin, die der Sidekick wird von Lord Blackheart. Und die beiden kämpfen gegen den ja eigentlich strahlenden Helden, nämlich Ambrosius Goldenloin. Auch an einer Stelle, die eigentlich ernst werden könnte, als Blackheart sie mal so fragt, was ist eigentlich mit dir passiert, was ist so deine Vergangenheit, antwortet Nimona mit, ach, müssen wir jetzt wirklich diesen ganzen Kram mit Sad Backstory machen? Das interessiert doch eh keinen, das will doch keiner lesen. Das heißt, hier wird sehr viel mit den Klischees gespielt und meiner Meinung nach auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Die Zeichnungen sind zwar sehr bunt, aber meiner Meinung nach auf eine schöne, besondere Art und Weise. Also es ist nicht so dieses frühere US-Comic-Bunt, ihr wisst, das mag ich nicht so sehr. Es ist auch nicht realistisch gezeichnet, sondern geht schon so in eine kindliche Richtung, aber meiner Meinung nach eben auf eine interessante Art und Weise. Also es hat was Besonderes, was mir sehr, sehr gut gefällt. Allgemein würde ich sagen, dass das ein Comic ist, das Kinder durchaus genießen und auch schauen könnten, aber aus dem Erwachsene definitiv mehr rausnehmen, die halt vielleicht mal irgendwie eine Anspielung noch verstehen oder irgendetwas, was dahinter steht. Also während Kinder wahrscheinlich lachen, haha, Nimona hat dem mit einem Schwert auf den Kopf gehauen, werden Erwachsene da vielleicht mal noch so ein, zwei Sachen mehr rausnehmen. Sowohl deswegen, als auch wegen der Zeichnungen und der Themen und eigentlich auch so, wie sich die Protagonisten untereinander verhalten, hatte es mich unglaublich an Adventure Time erinnert. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass das von meiner Sicht her ein Kompliment ist. Es war, wie gesagt, teilweise sehr niedlich, hat aber oft so einen kleinen ernsten Hintergrund oder irgend so eine kleine Weisheit, die man rausnehmen kann. Und auch das Setting ist ein bisschen ähnlich, denn so auf den ersten Blick mit den Rüstungen und den Schwertern erinnert es einen natürlich ans Mittelalter. Aber wir haben auch Flachbildschirme zum Beispiel, und zwar nicht nur so, wie wir die jetzt haben, sondern die, die so also in der Luft schweben, die man anklicken kann. Es gibt auch ein modernes Krankenhaus mit einer Quarantänestation und Schutzanzügen und dergleichen. Das heißt, hier haben wir wirklich beides, sowohl Magie und Schwerter, aber auch eine fortgeschrittene Wissenschaft, was meiner Meinung nach eine tolle Mischung ist. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Adventure Time. Es geht dort viel um Wissenschaften, aber dann ist das Ganze ja auch fantastisch mit den Dingen, die die Leute können. Und auch bei Adventure Time wird ja so ein bisschen mit den Klischees gespielt. Es gibt ja zum Beispiel diese Princess Bubblegum und die ist total rosa und niedlich und süß und betreibt dann aber halt ganz fortschrittliche Wissenschaften und ist manchmal auch so ein bisschen skrupellos, wenn es darum geht, die mal auszuprobieren oder so. Und so ähnlich haben wir das hier auch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Trotz einiger ernster Stellen hat es mich jetzt nicht wirklich zum Nachdenken angeregt. Das wollte ich von dem Comic auch nicht wirklich. Ich bin nicht mit dieser Erwartung herangegangen, dass es irgendwie extrem in die Tiefe geht. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es viel, viel bessere Unterhaltung ist als zum Beispiel die Comics, die ich letzten Monat gelesen habe, so ein bisschen Suicide Squad und Deadpool. Da ist das hier viel, viel weniger plump. Es gehört auch eindeutig in den Bereich der Indie-Comics. Ist bei keinem der großen Comic-Verlage erschienen, sondern bei HarperCollins, was ja ein normaler Verlag mit Romanen eigentlich ist. Und um es nochmal kurz zu fassen, ich liebe es. Es ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack, schon allein, weil es halt so ein bisschen kindlich gezeichnet ist, teilweise auch niedlich einfach ist. Aber so viele Dinge fand ich toll. Das geht schon damit los, dass wir mit Nimona halt wirklich so ein pummeliges kleines Mädchen als Hauptcharakter haben, im Vergleich zu den ganzen vollbusigen, schlanken Schönheiten, die ich mir manchmal auch so angucken muss. Auch wie die Personen sich verhalten untereinander. Es gibt ein paar ganz tolle, zarte Szenen und es gibt wunderbare Szenen an Freundschaft. Das ist so ein weiterer Punkt, dass Nimona, ich meine gut, mit Lord Blackheart ist es wegen des Alterunterschieds auch nicht wirklich möglich, aber dass sie nicht irgendwo ein Love Interest entwickelt, sondern sie ist einfach Nimona, sie ist toll, sie ist tough, sie ist aber auch manchmal verletzlich und das reicht. Sie braucht da nicht irgendwie noch einen dahergelaufenen, wen auch immer, in den sie sich verliebt, sondern das ist gut so, wie es ist und das fand ich eigentlich alles sehr, sehr angenehm. Falls ihr jetzt natürlich doch eher Superhelden oder Noir-Comics mögt, wenn es bei euch lieber etwas düsterer, ernster und eher erwachsenen Themen sein soll, dann ist es natürlich nichts für euch. Es ist schon eher ironisch lustig, aber das war genau das, was ich wollte. Es trifft auch genau meinen Geschmack. Ich habe hier sehr oft lachen müssen und das ist bei mir unglaublich selten, dass ich bei Büchern lache. Mal vielleicht so ein Schmunzeln, okay, aber hier fühlte ich mich wirklich, wirklich gut unterhalten und
Insofern vor allem eine Empfehlung für alle, die Adventure Time mögen oder die vielleicht mal zwischendrin was Niedliches, Unterhaltsames wollen. Ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich weiß, dass ihr meistens gar nicht so viele Comics lest. Falls ihr trotzdem eine Empfehlung in die ähnliche Richtung habt, immer her damit. Ich meine, ich lese ja auch anderes, aber das hat mir jetzt mal wirklich auch Spaß gemacht. Es war richtig, richtig gut. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen.